Sorry. Wir waren hier beim sequentiellen Spiel stehen geblieben. Das sind die Zutaten, die wir brauchen. Und jetzt können wir mal ans Eingemachte gehen. Hier haben wir ein Spiel, das Sie noch nicht gesehen haben. Das ist das sogenannte Battle of Sexes. Es ist, warum heißt das Spiel so? Es heißt so, weil man es dazu benutzen kann, eine Interaktionssituation zwischen Mann und Frau in einem Pärchen darzustellen. Okay, wir können einfach mal annehmen, das hier ist der Mann, das hier ist die Frau. Okay, und anhand dieses Beispiels werden wir uns zwei ganz wichtige Konzepte anschauen, nämlich dass der Teilspielperfektheit und der Rückwärtsinduktion. So, dieses Pärchen, Mann und Frau, überlegt sich, was sie am Abend zusammen im Fernsehen anschauen könnten. Und zur Auswahl stehen Champions League, das ist das hier. Oder Germany's Next Topmodel. Germany's Next Topmodel. Okay. Wie Sie sich vorstellen können, haben Mann und Frau jeweils unterschiedliche Präferenzen darüber. Und was sie aber auf jeden Fall machen wollen, weil die noch relativ frisch verliebt sind, sie wollen auf jeden Fall den Abend zusammen verbringen. Das heißt, wenn sie unterschiedliche Strategie spielen, R und L und L und R, dann haben sie die niedrigsten Payoffs, 0-0. Und wenn sie den Abend zusammen verbringen, dann haben sie höhere Payoffs als 0. Aber sie sehen, okay, wenn sie sich auf Champions League einigen, hat der Mann einen höheren Payoff von 2 und die Frau nur 1. Und wenn sie hier drüben sind bei L und sich quasi geeinigt haben auf Germany's Next Topmodel, hat die Frau den höheren Payoff von 2 und der Mann nur noch 1. Okay? So viel zum Spiel an sich. Das Spiel ist hier in sequenzieller Form dargestellt. Das heißt, so wie es hier dargestellt ist, entscheidet der Mann sich zuerst. Die Frau weiß, wofür der Mann sich entscheidet, und die Frau entscheidet sich dann darauf aufbauend. Und deswegen heißt das auch, ist es auch die Version mit perfekter Information, weil die Frau weiß, die Frau hat volle Informationen darüber, was der Mann gespielt hat. Deswegen haben wir zwischen den beiden Handlungsalternativen der Frau keine gestrichelte Linie. Als erstes schauen wir uns mal die Strategie LL an. Okay, also die Strategie LL steht für, der Mann spielt zuerst L. Und dann spielt die Frau auch L. Okay? Das ist mit LL gemeint. Ist diese Strategie ein Nash-Gleichgewicht? Wenn beide Germany's Next Topmodel gucken, ist das ein Nash-Gleichgewicht? Wie können wir die Frage beantworten? Sie wissen es inzwischen vielleicht. Wir müssen mal prüfen, ob sich A oder B jeweils besser stellen können, indem sie unilateral abweichen. Okay? Wenn die Frau abweicht von dieser Situation, also rechts spielt, dann sind wir hier. Ne? Denn bei der Entscheidung des Mannes bleibt es ja immer noch links. Und die Frau spielt dann rechts und dann hätte sie 0 statt 2. Das heißt, für die Frau lohnt es sich nicht, unilateral abzuweichen von LL. Lohnt es sich für den Mann abzuweichen? Wenn der Mann R statt L spielt, dann sind wir hier und landen hier, weil die Frau immer noch L spielt, ne? Weil nur der Mann abweicht. Das heißt, der Mann hätte hier ein Pair von 0 verglichen mit 1, wenn beide L spielen. Das heißt, für den Mann lohnt es sich auch nicht, unilateral abzuweichen. Das heißt, LL ist ein Nash-Gleichgewicht. Es gibt keinen unilateralen Anreiz, jeweils abzuweichen. So, und jetzt aber die viel spannendere Frage,
Ist das ein überzeugendes Nash-Gleichgewicht? Die Frage haben wir uns noch nie gestellt. Und um das zu beantworten, führen wir die beiden Konzepte der Rückwärtsinduktion und der Teilspielperfektheit ein. Ein schönes Wort, finde ich, Teilspielperfektheit. Und wir definieren, also erstmal vorab, Teilspielperfektheit ist eine Verfeinerung des Nash-Konzepts. Ich habe das Thema der Verfeinerung schon ein paar Mal angesprochen. Also eine Möglichkeit, die Anzahl der Nash-Gleichgewichte zu verringern. Okay? Das heißt, eine Möglichkeit, sinnvollere Nash-Gleichgewichte zu finden von vielen möglichen. Okay? Und ein Tipp, hier gibt es insgesamt drei Nash-Gleichgewichte in reinen Strategien. Nur, dass Sie schon mal Bescheid wissen. Ich werde sie Ihnen nicht alle sagen. Und wir definieren jetzt Teilspielperfektheit so. Ein Nash-Gleichgewicht ist teilspielperfekt, wenn das Nash-Gleichgewicht in jedem Teilspiel wieder ein Nash-Gleichgewicht ist. Okay? Dazu müssen wir wissen, was ein Teilspiel ist. Ein Teilspiel ist, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, ein Teil des gesamten Spiels, der an einem Entscheidungsknoten beginnt und alle nachfolgenden Knoten und Enden enthält. Okay? Klingt komplizierter, als es ist. Dieses Spiel hier hat insgesamt drei Teilspiele. Einmal das gesamte Spiel an sich. Das gesamte Spiel ist immer per Definition ein Teilspiel. Und zwei untergeordnete Teilspiele. Einmal das hier. Ne? Das hier können wir als ein eigenes Spiel interpretieren. Und das hier ist auch ein Teilspiel. Okay? Und insgesamt haben wir drei Teilspiele. Und wenn jetzt gilt, dass in jedem dieser Teilspiele das Nash-Gleichgewicht auch ein Nash-Gleichgewicht ist, dann ist dieses Gleichgewicht ein teilspielperfektes Nash-Gleichgewicht. So, und gegeben diese Definition, die ich Ihnen jetzt geliefert habe, könnten wir anfangen, alle Teilspiele aufzuschreiben und deren Nash-Gleichgewichte zu bestimmen und dann zu sehen, welche Nash-Gleichgewichte in allen drei Teilspielen vorkommen. Okay, aber wenn das Spiel ein bisschen komplizierter ist und ein bisschen verästelter, dann können Sie sich vorstellen, ist es relativ aufwendig, alle Teilspiele aufzuschreiben. Und deswegen werden wir jetzt eine Abkürzung benutzen, um teilspielperfekte Nash-Gleichgewichte zu finden, und zwar die Rückwärtsinduktion. Bei der Rückwärtsinduktion fragen wir uns, von hinten anfangend, was die jeweiligen besten Antworten sind. Dann gehen wir sukzessive nach vorne und fragen uns, was die besten Antworten sind, gegeben die besten Antworten der folgenden Stufen. Okay. Hier fragen wir uns also zuerst für die B, was ihre besten Antworten sind. Also wir fangen hinten an und die letzte Entscheidung hier ist die der B. Wir fragen uns in diesem Entscheidungsknoten, was ist hier die beste Antwort der B? Kann entweder 2 oder 0 haben, na, dann ist ihre beste Antwort wohl die 2. Das heißt, ihre beste Antwort darauf, dass der Mann L spielt, ist L. Aber die B, die Frau hat auch noch einen zweiten Entscheidungsknoten, nämlich wenn der Mann R gespielt hat. Was ist da ihre beste Antwort? Sie kann entweder 0 haben oder 1. 1 ist besser, das heißt, ihre beste Antwort ist R, ne, wenn der Mann R gespielt hat. So, und jetzt gehen wir sukzessive weiter hoch. Gegeben, dass der A, der Mann, weiß, dass die Frau, was für beste Antworten die Frau auf der nächsten Stufe hat, fragt er sich, was seine beste Antwort ist. Er kann entweder L oder R spielen. Wenn er L spielt, dann weiß er, dass die Frau auch L spielen wird und der Mann hat 1. Wenn der Mann R spielt, dann weiß er, dass die Frau mit R antworten wird und der Mann hat 2. 2 ist besser als 1, das heißt, seine beste Antwort hier oben ist R. Okay? Das ist Rückwärtsinduktion. Und nur Strategien, bei denen durchgängig, also von Anfang bis Ende, eine beste Antwort gespielt wird, wie es hier der Fall ist, wenn RR gespielt wird. Nur solche Strategien sind teilspielperfekte Gleichgewichte. Okay?
Ein anderes Wort hierfür wäre sequenziell rational. Da steckt der Sinn drin, dass wir hier eine Abfolge, eine Sequenz von rationalen, von besten Antworten haben. Okay? Nur solche durchgehenden besten Antworten sind teilspielperfekt. Okay? Das heißt, R ist eine ist das teilspielperfekte Gleichgewicht in diesem Spiel hier. Okay? Und was ist jetzt so toll an diesem Konzept der Teilspielperfektheit? Das Tolle ist, dass man mit diesem Konzept Gleichgewichte ausschließen kann, die leere Drohungen enthalten. Was heißt das? Wir hatten ja gesagt, RR ist ein Nash-Gleichgewicht, ne? Diese Situation hier. Also wenn das Teilspielperfekt ist, dann ist es auch ein normales Nash-Gleichgewicht. So, wir wissen, dass die Frau, die B, die würde lieber hier drüben in diesem Nash-Gleichgewicht landen, weil sie da einen höheren Payoff hat. Okay? Und dementsprechend könnte sie ja jetzt drohen mit ihrem Mann, dem A. Ich werde auf jeden Fall L spielen, egal was du machst, also spielst du besser auch L. Ne? Denn sie will ja am liebsten hier bei dieser Situation LL landen. Diese Drohung der Frau, dass sie immer L spielen wird, ist aber nicht glaubwürdig. Denn sobald der Mann sich für R entscheidet, ist es für die Frau auch die beste Antwort, R zu spielen. Ne? Also ist die Drohung der Frau, dass sie immer L spielen wird, nicht glaubwürdig. Denn genau. Und das Tolle ist, oder was halt bewiesen wurde von Reinhard Selten, einem deutschen Ökonomen, der auch einen Nobelpreis bekommen hat, es wurde halt bewiesen, dass man mit dem Konzept der Teilspielperfektheit solche Gleichgewichte mit leeren Drohungen ausschließen kann. Genau, das heißt, also erstmal haben wir hier eine Antwort. Ist dieses Gleichgewicht LL hier drüben, was wir zuerst uns angeschaut hatten, überzeugend? Nein, aus der Sicht der Teilspielperfektheit, nein, es ist kein teilspielperfektes Gleichgewicht, weil es ein Gleichgewicht mit einer leeren Drohung darstellt. Ne, der Mann kann immer in einem besseren landen. Und unterm Strich können wir sagen, wir haben in der Teilspielperfektheit ein Verfeinerungskonzept, mit dem wir logisch sinnvoll die Zahl der Nash-Gleichgewichte verringern können. Hier ist das Ergebnis, nur R ist das teilspielperfekte Nash-Gleichgewicht. Und ich hatte eben gesagt, es gibt insgesamt drei Nash-Gleichgewichte, das heißt, eins der mittleren ist auch noch ein Nash-Gleichgewicht. Aber das finden Sie bestimmt selber. So, weil es so wichtig ist, das Konzept nochmal, schauen wir uns das nochmal an einem anderen Beispiel an. Das hier ist das sogenannte Vertrauensspiel. Das werden wir auf jeden Fall noch mehrfach sehen. Das ist so aufgebaut. Der A kann dem B 1 Euro geben oder nicht. Das sehen wir als so eine Art Investition an. Also er gibt dem B 1 Euro, das heißt, er vertraut ihm. Und wenn der B diesen Euro hat, werden daraus 4 Euro. Also er kann das irgendwie investieren und damit Rendite erwirtschaften. Und der B hat jetzt die Auswahl, entweder ehrlich zu sein, das heißt, diese 4 Euro hälftig mit dem A zu teilen, oder er behält das ganze Geld. Ne? Das heißt, er beutet den A aus, ne? Weil er ihm den Euro ja schon gegeben hat. Dementsprechend können sich die Payoffs erklären. Hier drüben, wo der B ehrlich war, kriegt er die Hälfte von den 4 und der A hat einen Gewinn von 1, weil er ja am Anfang 1 investiert hat. Und wenn der B den A ausbeutet, dann hat der B 4, also die ganze Rendite. Und der A hat minus 1, der Euro, der ihm jetzt fehlt. Ja. Und wenn der A von vornherein Misstrauen spielt, dann gibt er nichts aus und hat aber auch nichts gewonnen. Und genauso beim B. Deswegen steht hier 0-0. So. Wieder fragen wir uns, gibt es hier ein teilspielperfektes Gleichgewicht, und um das zu finden, wenden wir Rückwärtsinduktion an. Auf der letzten Stufe, was ist denn die letzte Stufe hier, ist der B. Der B entscheidet zwischen Ausbeuten und ehrlich sein.
Was ist hier seine beste Antwort? Er entscheidet zwischen 4 und 2. Das ist relativ leicht. Er wird lieber ausbeuten. So, und auf der nächsten Stufe entscheidet er A zwischen Vertrauen oder Misstrauen. Und er weiß, wenn er Vertrauen spielt, dann wird er B ausbeuten spielen. Das heißt, der A hat entweder 0, wenn er Misstrauen spielt, oder wenn er Vertrauen spielt, landet er hier und er hat minus 1. Das heißt, er vergleicht 0 und minus 1 und da findet er wohl die 0 besser. Das heißt, der A wird von vornherein Misstrauen spielen. Okay. Wie Sie sehen, gibt es hier keine Strategienkombination, bei der durchgehend eine beste Antwort gespielt wird. Das heißt, ja, kein Teilspiel perfektes Nash-Gleichgewicht. Hier ist noch ein weiteres Spiel, ein ganz amüsantes, sogenannte Centipede, Tausendfüßler-Game. Spiel. Das ist so aufgebaut: Es gibt zwei Spieler, A und B, und die sind jeweils abwechselnd dran. Ne? Auf der ersten Stufe entscheidet nur der A, dann nur der B, dann nur der A und so weiter. Ich habe hier nur vier Stufen aufgeschrieben, aber das kann man beliebig lang machen. Jeder Spieler hat als Startkapital 1 Euro und zwei Handlungsalternativen, wenn er dran ist. Entweder weiter oder Ende. Weiter oder Ende. Wenn ein Spieler weiter sagt, verliert er 1 Euro. Der andere Spieler bekommt diesen Euro. Plus noch 1 Euro, ne? Also vom Schiedsrichter. Deswegen sind hier auf einmal 3 aus den 1 von dem zweiten Spieler geworden. Wenn ein Spieler Ende sagt, dann endet das Spiel mit den Payoffs, die jetzt zu dem Zeitpunkt vorhanden sind. Okay? Der zweiten Stufe entscheidet der B genau das gleiche, weiter oder Ende. Wenn er weiter sagt, dann verliert er 1 Euro. Und Spieler A kriegt von der Bank auch noch einen zusätzlichen. Ne? Das heißt, er hat jetzt 2 und Spieler B hat auch 2. Und das geht immer so weiter, immer so weiter. Und nach 4 Runden ja, können entweder beide 3 haben oder 1 und 4. Okay? Das ist das Setup des Spiels. Genau, denn in dieser Version hier endet das Spiel auf jeden Fall nach der letzten Stufe. Und auch hier können wir mit Rückwärtsinduktion nach einem Teilspiel perfekten Nash-Gleichgewicht suchen. Auf der letzten Stufe überlegt der B sich, er kann entweder weiterspielen, dann hat er 3. Oder er kann Ende spielen, dann hat er 4. Ja, 4 ist für ihn besser. Das heißt, er wird Ende spielen. Auf der Stufe davor überlegt sich der A, er kann entweder weiter oder Ende spielen. Wenn er Ende spielt, hat er 2. Wenn er weiter spielt, weiß er ja, dass der B auf der nächsten Runde, in der nächsten Runde Ende spielen wird. Das heißt, der A wird dann 1 haben. Der A vergleicht 1 mit 2. Nimmt lieber die 2, spielt also Ende. Auf der Stufe davor, Sie sehen, es geht immer so weiter, entscheidet der B zwischen Ende oder weiter, das heißt, er vergleicht zwischen 3 und 2, hat er lieber die 3, spielt Ende. Und auf der ersten Stufe entscheidet sich der A genau mit der gleichen Argumentation auch für Ende, denn er vergleicht Ende, da hat er 1 mit weiter. Da hat er 0. Das heißt, schon in Runde 1 ist die beste Antwort dann per Rückwärtsinduktion, dass der A das Spiel beendet. Ne? Und das ist eben das Teilspiel perfekte Gleichgewicht in diesem Spiel, dass beide Ende spielen.
Ja, und das ist eben ein sehr interessantes Spiel, weil sie könnten potenziell ziemlich viel an zusätzlichen Payoffs haben, aber es ist für beide rational, direkt am Anfang das Spiel schon zu beenden, ne? Weil sie nicht in so einer Situation landen wollen, wo sie ausgebeutet werden von dem anderen. So viel zum Konzept der Teilspielperfektheit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wiederholen Sie es gut. Jetzt noch ein paar Worte zu wiederholten Spielen und dann sind wir fertig mit dem Kapitel Spieltheorie. Bis auf das Übungsblatt. Noch kurz was zum Thema wiederholte Spiele. Wiederholte Spiele ist nicht das gleiche wie sequentielle Spiele. Mit wiederholten Spielen meine ich simultane Spiele, die mehrfach hintereinander gespielt werden. Okay? Und was wir feststellen können, ist, dass endlich wiederholte Spiele, also wiederholte Spiele, bei denen wir wissen, wie oft sie wiederholt werden, nichts Besonderes sind. Ne? Besonders wenn wir gewappnet sind mit unseren Erkenntnissen aus der sequentiellen Spieltheorie. Nehmen wir mal das Beispiel Gefangenendilemma. Da überlegen wir uns, okay, Gefangenendilemma, das mehrfach gespielt wird. Was gilt denn im letzten Spiel? Das letzte Spiel ist ganz normal. Ein ganz normales Gefangenendilemma. Beide defektieren. Sie merken, ich habe das hier ein bisschen umbenannt im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe es jetzt nicht mehr Bonnie und Clyde und nicht mehr Kronzeug und Schweigen, sondern Koop und Koop. Also das, was vorher Schweigen war, heißt jetzt Kooperation und ist hat den Payoff 3-3. Und das, was vorher Kronzeuge war, ist jetzt Defektion. Defektion ist eben das Gegenteil von Kooperation. Und wir haben hier 2-2 dann. Ne? Also Sie sehen, die Zahlen sind anders, aber die Struktur der Payoffs ist gleich. So dass es sich lohnt. Also wenn Sie hier das Nash-Gleichgewicht suchen, merken Sie, also das nicht-kooperative, die nicht-kooperative Situation ist das Nash-Gleichgewicht. Ne? Und die Situation hier, diese Strategiekombination, ist die mit der höchsten gesellschaftlichen Wohlfahrt. Okay. Aber jedenfalls im letzten Spiel bei Wiederholung gilt das Nash-Gleichgewicht Defektion. Im vorletzten Spiel ist nichts anders. Ne? Und da werden auch beide Defektion spielen, insbesondere weil beide ja erwarten, dass sie im nächsten Spiel, im letzten Spiel auch beide Defektion spielen werden. Und so weiter und so weiter. Das heißt, in allen Spielen bei einer endlichen Wiederholung werden sie immer Defektion spielen. Werden immer Defektion spielen. Das ist die theoretische Vorhersage für wiederholte Spiele, aber wenn man jetzt Experimente durchführt, was wir eventuell auch noch machen werden, wenn es klappt, wenn man Experimente dazu durchführt mit wiederholten Spielen, dann sieht man, dass Menschen am Anfang sogar noch kooperieren, wenn man wiederholtes Gefangenendilemma spielt. Und erst in den letzten Runden sieht man dann, dass fast alle nur noch Defektion spielen. Okay. Aber ganz wichtig, das ist kein Nash-Gleichgewicht, am Anfang Kooperation zu spielen. Denn mindestens ein Spieler kann immer ein bisschen früher anfangen zu defektieren, ohne was zu verlieren, aber mit ein bisschen was zusätzlich zu gewinnen, nämlich aus der ersten Defektion. Okay? Das heißt, ja, theoretisch bei endlich wiederholten Spielen ist nicht viel rauszuholen an zusätzlichen Nash-Gleichgewichten, aber die Situation ist anders, wenn wir die Spiele unendlich wiederholen. Das heißt, im Laborexperiment würde das bedeuten, die Spieler fangen an, ein Spiel wiederholt zu spielen und sie wissen nicht, nach wie vielen Runden es aufhört. Ne? Das ist äquivalent zu einem unendlich wiederholten Spiel. Wir können ja nicht wirklich unendlich wiederholte Spiele mit echten Leuten spielen. Ja, und da gilt eben, ne? Und wenn wir nicht wissen, wann die Wiederholungen aufhören, dann ist der sogenannte Schatten der Zukunft, also die Fortsetzungswahrscheinlichkeit ist immer gleich groß und relativ groß. Und dann kann man eben zeigen, dass die Angst vor der Bestrafung in der Zukunft kooperatives Verhalten jetzt fördern kann, sogar im Gefangenendilemma. Und dann. Das ist eben die Grundlage des sogenannten Folk-Theorems, des Folk-Theorems. Jeder Grad an Kooperation kann langfristig erreicht werden.
Das ist ein ganz berühmtes Theorem aus der Spieltheorie. Warum heißt es Folk-Theorem? Nicht, weil es von einem Ökonomen namens Folk gefunden wurde, sondern weil ganz viele Spieltheoretiker dies quasi wussten oder intuitiv gesagt haben, dass das so sein muss, noch und zwar lange bevor irgendjemand den mathematischen Beweis dafür geliefert hat. Okay, deswegen heißt es Folk-Theorem. Es ist quasi eine Volksweisheit unter Ökonomen gewesen. Ja, und so könnte das Folk-Theorem dann heißen, ne? Bei ausreichend hoher Bewertung der Zukunft und ausreichend hoher Fortsetzungswahrscheinlichkeit sind alle durchschnittlichen Rundenauszahlungen in der Fläche erreichbar, die in der Abbildung rot markiert sind. Okay. Ganz kurz zur Erklärung dieses Diagramms. Wir haben hier abgebildet die Auszahlung von Spieler B, Auszahlung von Spieler A. Und diese Raute hier, merken Sie, diese Raute markiert die möglichen Payoffs in dem Gefangenen-Dilemma. Das heißt, wenn beide Kooperation spielen, haben beide drei. Das heißt, wir sind hier. Wenn beide Defektion spielen, haben beide zwei, sind wir hier. Wenn der A defektiert und der B kooperiert, dann sind wir hier. Hat der A 4 und der andere 1. Und hier sind wir im umgekehrten Fall. Ne? Das heißt, diese Raute markiert quasi die Randpunkte. Aber der Punkt ist, bei einem unendlich wiederholten Spiel kann alles dazwischen auch passieren, ne? Im Zeitablauf. Alles, was hier zwischendrin ist, ist auch möglich an Payoff-Kombinationen. Und man kann eben zeigen, dass wenn man hier so einen Winkel einzeichnet, dass diese rote Fläche ist durchsetzbar als Teilspiel perfektes Nash-Gleichgewicht. Und das Wichtige ist, diese Situation 3-3 ist Teil dieser roten Fläche. Ne? Das heißt, die kooperative Situation, die ja eigentlich kein Gleichgewicht ist, beim nicht wiederholten Spiel und auch nicht beim endlich wiederholten Spiel, diese Situation der gegenseitigen Kooperation ist erreichbar bei unendlicher Wiederholung. Ne? Vorausgesetzt, wir haben eine ausreichend hohe Fortsetzungswahrscheinlichkeit und die Zukunft wird ausreichend hoch bewertet. Ne? Die Leute müssen natürlich ein bisschen an die Zukunft denken, sonst macht es für sie keinen Sinn, vor Bestrafung in der Zukunft Angst zu haben. Okay? Das hier nur ganz kurz. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis aus der Spieltheorie. Wenn es Sie weiter interessiert, einfach mal googeln. Aber ich werde es hier nicht detaillierter erklären. So, das war alles, was ich zur Spieltheorie zu sagen hatte. Ich könnte mir gut vorstellen, dass was wir heute gemacht haben, relativ hart war für Sie. Das heißt, ja, auf jeden Fall viele Fragen stellen und ja, auf jeden Fall auch viel Zeit in das erste Übungsblatt reinstecken. Denn ja, das Thema Spieltheorie ist unheimlich wichtig. Ne? Wir werden es immer wieder anwenden in den folgenden Kapiteln. Deswegen ist es super wichtig, dass Sie die Grundkonzepte Nash-Gleichgewicht, Teilspielperfektheit und so weiter, dass das alles richtig gut sitzt bei Ihnen. Ne? Auch für die ÖA2, die Sie im nächsten Semester vielleicht hören. Okay. Dann sage ich gute Nacht.